Eine kanadische Firma namens Aqua Bounty steht kurz vor der Marktzulassung ihrer genmanipulierten Riesenlachse. Sie entwickelten einen Lachs, der 6-mal so groß wird wie seine wildlebenden Artgenossen, aber nur die Hälfte der Zeit zum Wachsen braucht. Aqua Bounty Farms ist eine kleine Entwicklungs- und Forschungsfirma. Wir haben noch keine Produkte auf dem Markt. Wir testen gerade, wie man Biotechnologie in der Fischzucht anwenden kann. Wir sind praktisch die einzige Firma auf diesem Gebiet. Das ist ein Bild von 3 Fischen, Geschwistern, die wir entwickelt haben. Dieser Fisch hier hat die eingebauten Gene geerbt, seine Geschwister nicht. Alle 3 sind circa 1 Jahr alt. Wie Sie sehen können, ist die Wachstumsgeschwindigkeit in den frühen Lebensjahren unglaublich hoch. Diese Fische hier sind noch nicht ausgewachsen, dagegen kann der andere schon geerntet werden. Go 4.3 kilograms. Go transgenic sibling. Go 4.97 kilograms. This is the same salmon. At 18 month old here. Dies ist der gleiche Lachs mit 18 Monaten. Sie können den gewaltigen Unterschied erkennen. Wild gewachsen ist ihnen der Lachs nicht groß genug und bringt ihnen zu wenig Gewinn. Er wächst nicht schnell genug. Deshalb verändert man ihn mit fremden Genen, um höhere Gewinne zu erzielen. Natürlich ist es für den Züchter eine finanzielle Frage. Es ist viel profitabler, Lachs in einer kürzeren Zeit aufzuziehen. Dazu kommt eine bedeutende Auswirkung auf die Umwelt. Die Fische sind kürzer im Wasser, dadurch lagern sich weniger Fäkalien am Grund ab. Sie brauchen weniger Futter, da sie kürzer im Wasser sind. Sie sind auch Krankheitserregern kürzer ausgesetzt und damit auch weniger krankheitsanfällig. Diese Technologie kann neben der Natur nicht existieren. Es ist eine Technologie, die erobert, verschmutzt, verdirbt und letztlich die natürlichen Arten zerstört. Egal ob Pflanzen, Tiere oder Saatgut, bei dieser Art von biologischer Verseuchung ist keine Koexistenz möglich. Das müssen wir verstehen, um Entscheidungen diskutieren zu können. Es geht eigentlich nicht um den Lachs. Der Lachs ist nur das erste Produkt. Was uns wirklich interessiert und woran wir im Labor arbeiten, sind Tilapia und Karpfen. Diese Fische sind wichtige Nahrungsmittel in der dritten Welt, in China oder Afrika. Wir werden Schwierigkeiten haben, den Leuten auf der ganzen Welt Fischproteine zur Verfügung zu stellen. Nicht mit den teuren Produkten wie Forelle oder Lachs, anders mit wirklich wichtigen Produkten wie Tilapia und Karpfen. Daran wird gerade gearbeitet. Sie sollten bis 2010 auf dem Markt sein. Darum geht es also. Der riesige Markt in Südostasien soll erobert werden. Aqua Bounty Farms steht in den Startlöchern, die mit Wachstumsgenen manipulierten Eier in rauen Mengen zu züchten und zu verkaufen. Die spärlichen Sicherheitstests für die Zulassung führt die Firma selbst durch. Und weder andere unabhängige Wissenschaftler noch die Verbraucher haben Einblick in diese Zulassungsverfahren. Sie sind geheim. Misstrauisch machen vereinzelte Meldungen, dass die veränderten Fische aggressiver seien, unter inneren und äußeren Missbildungen leiden und früher sterben würden. Also die gleichen Ergebnisse wie bei den früheren Versuchen mit Schweinen, Kühen und Schafen.
Eine kanadische Firma namens Aqua Bounty steht kurz vor der Marktzulassung ihrer genmanipulierten Riesenlachse. Sie entwickelten einen Lachs, der 6-mal so groß wird wie seine wild lebenden Artgenossen, aber nur die Hälfte der Zeit zum Wachsen braucht. Aqua Bounty Farms ist eine kleine Entwicklungs- und Forschungsfirma. Wir haben noch keine Produkte auf dem Markt. Wir testen gerade, wie man Biotechnologie in der Fischzucht anwenden kann. Wir sind praktisch die einzige Firma auf diesem Gebiet. Das ist ein Bild von 3 Fischen, Geschwistern, die wir entwickelt haben. Dieser Fisch hier hat die eingebauten Gene geerbt, seine Geschwister nicht. Alle 3 sind circa 1 Jahr alt. Wie Sie sehen können, ist die Wachstumsgeschwindigkeit in den frühen Lebensjahren unglaublich hoch. Diese Fische hier sind noch nicht ausgewachsen, dagegen kann der andere schon geerntet werden. Go for 3.9. Go 1.43 kilograms. Go transgenic sibling. Go 4.97 kilograms. This is the same salmon. Dies ist der gleiche Lachs mit 18 Monaten. Sie können den gewaltigen Unterschied erkennen. Wild gewachsen ist ihnen der Lachs nicht groß genug und bringt ihnen zu wenig Gewinn. Er wächst nicht schnell genug. Deshalb verändert man ihn mit fremden Genen, um höhere Gewinne zu erzielen. Natürlich ist es für den Züchter eine finanzielle Frage. Es ist viel profitabler, Lachs in einer kürzeren Zeit aufzuziehen. Dazu kommt eine bedeutende Auswirkung auf die Umwelt. Die Fische sind kürzer im Wasser, dadurch lagern sich weniger Fäkalien am Grund ab. Sie brauchen weniger Futter, da sie kürzer im Wasser sind. Sie sind auch Krankheitserregern kürzer ausgesetzt und damit auch weniger krankheitsanfällig. Diese Technologie kann neben der Natur nicht existieren. Es ist eine Technologie, die erobert, verschmutzt, verdirbt und letztlich die natürlichen Arten zerstört. Egal ob Pflanzen, Tiere oder Saatgut, bei dieser Art von biologischer Verseuchung ist keine Koexistenz möglich. Das müssen wir verstehen, um Entscheidungen diskutieren zu können. Aqua Bounty Farms ist eine kleine Entwicklungs- und Forschungsfirma. Wir haben noch keine Produkte auf dem Markt. Wir testen gerade, wie man Biotechnologie in der Fischzucht anwenden kann. Wir sind praktisch die einzige Firma auf diesem Gebiet. Das ist ein Bild von 3 Fischen, Geschwistern, die wir entwickelt haben. Dieser Fisch hier hat die eingebauten Gene geerbt, seine Geschwister nicht. Alle 3 sind circa 1 Jahr alt. Wie Sie sehen können, ist die Wachstumsgeschwindigkeit in den frühen Lebensjahren unglaublich hoch. Diese Fische hier sind noch nicht ausgewachsen, dagegen kann der andere schon geerntet werden. Go for 3.9. Go 1.43 kilograms. Go transgenic sibling. Go 4.97 kilograms. This is the same salmon. At 18 month old here. Dies ist der gleiche Lachs mit 18 Monaten. Sie können den gewaltigen Unterschied erkennen. Wild gewachsen ist ihnen der Lachs nicht groß genug und bringt ihnen zu wenig Gewinn. Er wächst nicht schnell genug. Deshalb verändert man ihn mit fremden Genen, um höhere Gewinne zu erzielen. Natürlich ist es für den Züchter eine finanzielle Frage. Es ist viel profitabler, Lachs in einer kürzeren Zeit aufzuziehen. Dazu kommt eine bedeutende Auswirkung auf die Umwelt. Die Fische sind kürzer im Wasser, dadurch lagern sich weniger Fäkalien am Grund ab. Sie brauchen weniger Futter, da sie kürzer im Wasser sind. Sie sind auch Krankheitserregern kürzer ausgesetzt und damit auch weniger krankheitsanfällig. Diese Technologie kann neben der Natur nicht existieren. Es ist eine Technologie, die erobert, verschmutzt, verdirbt und letztlich die natürlichen Arten zerstört. Egal ob Pflanzen, Tiere oder Saatgut, bei dieser Art von biologischer Verseuchung ist keine Koexistenz möglich. Das müssen wir verstehen, um Entscheidungen diskutieren zu können.
Es geht eigentlich nicht um den Lachs. Der Lachs ist nur das erste Produkt. Was uns wirklich interessiert und woran wir im Labor arbeiten, sind Tilapia und Karpfen. Diese Fische sind wichtige Nahrungsmittel in der dritten Welt, in China oder Afrika. Wir werden Schwierigkeiten haben, den Leuten auf der ganzen Welt Fischproteine zur Verfügung zu stellen. Nicht mit den teuren Produkten wie Forelle oder Lachs, anders mit wirklich wichtigen Produkten wie Tilapia und Karpfen. Daran wird gerade gearbeitet. Sie sollten bis 2010 auf dem Markt sein. Darum geht es also. Der riesige Markt in Südostasien soll erobert werden.